Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil aus der Reihe Teste dein Wissen und wir beginnen gleich mit Beispiel 1 und zwar bestimme die Elektronenkonfiguration der folgenden Elemente bzw. Ionen. Dafür gibt es 4 Punkte und zwar macht ihr das bitte für Zink, für Arsen, für Magnesium zweifach plus und für das Fluorid einfach minus. Das Minus kann man hier relativ schlecht sehen, deswegen sage ich es nochmal dazu. Okay, einfach die Elektronenkonfiguration bestimmen und dann gleich ab zur nächsten Frage, die da lautet. Wir haben hier eine Reaktionsgleichung und zwar stelle die Reaktionsgleichung richtig und berechne die Ausbeute des fettgedruckten Produktes. Also hiervon, das heißt, ihr müsst die Reaktionsgleichung richtig stellen und dann die Ausbeute von dem fettgedruckten Produkt berechnen und als molare Massen verwendet ihr bitte für den Schwefel 32,1 Gramm pro Mol, fürs Chlor 35,5 Gramm pro Mol, fürs Natrium 23 Gramm pro Mol und für das Fluor 19 Gramm pro Mol. Sind gerundete Werte, die auch oft in Klausuren vorkommen. Die dritte Frage. 0,2 Gramm Natriumhydroxid werden in 500 Milliliter Wasser aufgelöst. Berechne den pH-Wert der Lösung und gib auch die Konzentration in Mol pro Liter an. Verwende für Natrium 23 Gramm pro Mol als molare Masse und für Sauerstoff 16 Gramm pro Mol und für den Wasserstoff 1 Gramm pro Mol. 3 Punkte gibt es für dieses Beispiel. Dann geht es weiter zum B-Teil von Beispiel 3. Das heißt, hier haben wir eine Fortsetzung und zwar die entstandene Lösung, also 500 Milliliter, soll auf 0,005 Mol pro Liter verdünnt werden. Das entspricht welchem pH-Wert? Wie viel Milliliter Wasser müssen für die Verdünnung hinzugefügt werden? Auch hier gibt es 3 Punkte. Und zu guter Letzt eine Redoxgleichung. Vervollständige die Gleichung für Redoxreaktionen, die in saurer, wässriger Lösung ablaufen. Bestimme auch das Oxidations- wie auch das Reduktionsmittel. Es gibt insgesamt 6 Punkte, das heißt, ihr löst jetzt hier mit Halbgleichungen diese Redoxreaktion, die in saurer, wässriger Lösung abläuft. So, wer das jetzt machen möchte, der drückt jetzt bitte auf Pause, denn im Anschluss folgt gleich die Auflösung. Und es kann auch schon losgehen mit der Auflösung. Hier seht ihr die Elektronenkonfigurationen für die beiden Elemente bzw. für die beiden Ionen und zwar nach Schalen geordnet bzw. auch in der Kurzschreibweise. Hier bei den Ionen haben wir jeweils die Elektronenkonfiguration von Neon. So, ihr dürft euch für jede richtige Elektronenkonfiguration einen Punkt gutschreiben. Das heißt, es gab für jedes Element bzw. für jedes Ion einen Punkt. Beispiel Nummer 2 war die Berechnung der Ausbeute für das Schwefeltetrafluorid und zunächst mussten wir die Reaktionsgleichung richtigstellen. Dafür gab es den ersten Punkt und zwar ihr schreibt eine 3 vor Schwefeldichlorid, eine 4 vor Natriumfluorid und hier benötigen wir eine 4 vor dem Natriumchlorid. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr euch den ersten Punkt gutschreiben. Die nächsten beiden Punkte gab es für die Berechnung der Stoffmengen und zwar fürs Schwefeldichlorid und fürs Natriumfluorid. Und denn wir mussten herausfinden, was oder wer von den beiden der begrenzende oder limitierende Reaktant ist. Das ist eindeutig das Schwefeldichlorid. Wir wenden die Formel Masse geteilt durch molare Masse für die Stoffmenge an. Da wir hier 3 Mol haben, müssen wir hier noch durch 3 dividieren. Selbiges machen wir hier, nur hier haben wir eine Division durch 4, um ein N zu erhalten. Und wir sehen eindeutig, dass das Schwefeldichlorid der limitierende oder begrenzende Reaktant ist. Für die Ausbeute des Schwefeltetrafluorids berechnen wir auch wie drüben die molare Masse zunächst. Wir übernehmen die Stoffmenge des limitierenden Reaktanten und wir müssen nun die Formel für die Stoffmenge nach klein m umformen. M ist gleich n mal groß M und wir setzen die Werte ein, 0,02 Mol mal 108,1 Gramm pro Mol und wir erhalten als Ausbeute 2,16 Gramm. Dafür gab es den letzten Punkt und wenn ihr dieses Beispiel so geschafft habt, dann dürft ihr euch 4 Punkte gut schreiben. Beispiel Nummer 3 und zwar mussten wir zunächst die Stoffmenge von Natriumhydroxid berechnen und zwar mit der Formel
Stoffmenge ist gleich Masse geteilt durch molare Masse. Dafür war auch noch die Berechnung der molaren Masse notwendig. Das sind 40 Gramm pro Mol. Und wenn wir 0,2 Gramm durch 40 Gramm pro Mol rechnen, dann erhalten wir Stoffmenge 0,005 Mol. Das war der erste Punkt. Den zweiten Punkt erhält ihr, wenn ihr die Formel C ist gleich N durch V, also Konzentration ist gleich Stoffmenge geteilt durch Volumen, richtig anwendet. Und dafür müsst ihr nur den erhaltenen Wert durch das Volumen dividieren. Ganz wichtig ist, bei dieser Formel müssen wir mit Litern rechnen, weil wir ja als Einheit für die Konzentration Mol pro Liter erhalten. Die Konzentration beträgt 0,01 Mol pro Liter. Das war Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 3 bekommt ihr, wenn ihr mir den pOH-Wert ausrechnet, einfach nur minus Log von 0,01, das ist 2. Und um auf den pH-Wert zu kommen, müsst ihr einfach nur rechnen 14 minus 2 und der pH-Wert lautet 12. Gucken wir uns das B-Beispiel an. Das war die Fortsetzung des A-Beispiels. Und wir wollten unsere Lösung auf 0,005 Mol pro Liter verdünnen. Und das tun wir am besten mit der Formel C1 mal V1 ist gleich C2 mal V2. Für diese richtige Anwendung der Formel bekommt ihr den ersten Punkt. Wir setzen alle Werte ein, die wir kennen. 0,01 Mol ist unsere Stammlösung. V1 ist das Volumen der Stammlösung. Das hier ist die gewünschte Konzentration und V2 ist das Endvolumen, das wir berechnen möchten. Wir formen diese Formel nach V2 um und wir erhalten als Ergebnis einen Liter. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 bekommt ihr, wenn ihr mir die richtige Menge an Wasser ausrechnet, die man hinzufügen muss. Das ist eigentlich ganz leicht, denn wenn das Endvolumen 1 Liter beträgt und wir hatten ein Anfangsvolumen von 500 Milliliter, dann müssen wir einfach nur 500 Milliliter Wasser oder 0,5 Liter Wasser hinzufügen. Und den letzten Punkt gab es einfach nur die so eine pOH-Wertberechnung minus Log von 0,005, das ist 2,3. Der pH-Wert, den bekommt man dann, wenn man 14 minus 2,3 rechnet und das ist dann 11,7. Und zu guter Letzt die Redoxgleichung. Und zwar den ersten Punkt gab es für die Oxidationszahlen. Wir haben hier plus 2, plus 5, minus 2, also Sauerstoff minus 2, Bismut plus 5. Dann beim Permanganat Mangan plus 7, Sauerstoff minus 2, Bismut dreifach plus, hier die Oxidationszahl plus 3. Den zweiten Punkt gab es, wenn man die Oxidation und die Reduktion erkannte, beziehungsweise auch das Oxidationsmittel und das Reduktionsmittel, also das gehört hier zusammen. Und zwar haben wir die Oxidation von Mn zweifach plus auf Mn siebenfach plus, also aufs Permanganat. Und das Mn zweifach plus ist zugleich auch das Reduktionsmittel. Denn Reduktionsmittel werden oxidiert. Dann haben wir hier die Reduktion von BiO3 einfach minus auf Bi dreifach plus. Und hier haben wir die Reduktion, das ist das Oxidationsmittel und Oxidationsmittel werden ja bekanntlich reduziert. Gut, wer das bis dahin geschafft hat, hat mal 2 Punkte. Die nächsten 2 Punkte, also gab es für die Aufstellung der Halbgleichung, mal Punkt Nummer 3 wäre für die Oxidation, Mn zweifach plus wird zu MnO4 einfach minus, 5 Elektronen werden abgegeben, wir müssen ausgleichen mit 4 mal Wasser und 8H plus. Dann Punkt Nummer 4 gab es für die Reduktion, das heißt hier werden 2 Elektronen aufgenommen. Wir müssen mit 3H2O auf der rechten Seite und 6H plus auf der linken Seite ausgleichen. Punkt Nummer 5 gab es, wenn man erkannte, wir müssen ja die Elektronen wegkürzen, das heißt diese Halbgleichung wird mal 2 gerechnet, diese Halbgleichung mal 5. Und zu guter Letzt dann noch Punkt Nummer 6. Wenn ihr sozusagen praktisch richtig multipliziert habt und dann hier auf diese Endfassung kommt, die stöchiometrisch richtig ist und somit wären wir am Ende dieser Kurzklausur angelangt. Ihr könnt jetzt noch einen Blick auf den Notenschlüssel werfen, den ich jetzt hier
erstellt habe, und zwar für die 50% Variante beziehungsweise die 51% Variante. Sollte es bei euch an der Uni oder an der Schule üblich sein, dass hier für ein genügend, für eine 4 mehr als 51% verlangt wird, dann rechnet diesen Notenschlüssel bitte dementsprechend um. Gut, ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.